Vielen Dank. Hallo.
Danke, vielen Dank. Ihr seid fantastisch. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Thank you.
Barbara. Thank you.
Frage geht an Nils Frahm. Und zwar würde ich gerne wissen, woher seine woher du deine Inspiration für den Soundtrack für Victoria bekommen hast. Victoria ist cool! Liebe Unbekannte, noch nicht Freundin, bald Freundin hoffentlich, du hast mir eine Frage gestellt zu Victoria. Die Inspiration zu Victoria kam tatsächlich natürlich hauptsächlich durch den Film. Das Schwierige bei Inspiration ist, dass es so viele gibt, dass man sie quasi gar nicht alle aufzählen kann. Weil wenn man sich das vorstellt, was inspiriert einen, sind es ja nicht nur ist es nicht nur Musik oder schöne Sachen oder verliebt sein, sondern es ist auch all der ganze Rotz, ja, irgendwo genervt in einer Security-Check-Schlange stehend oder so. Genau das kann einen auch mal zum Song motivieren. Deswegen würde ich sagen, 24/7 wirst du inspiriert. Entweder durch Langeweile, durch tolle Erlebnisse, durch eine Jeans, die durch Schweiß an dein Bein klebt, bis hin zu einer ganz tollen Drogenerfahrung oder was auch immer sein mag. Es gibt quasi nichts, was einen nicht inspiriert. Und das ist das Tolle daran, dass man mit Musik immer einfach nur das wiedergibt, was einem selber passiert. Und das ist von bis alles. Ich wusste von Anfang an, dass es was ganz Besonderes war, aber das ist dann immer so, meistens, wenn ich mich so fühle, dann denke ich das meistens und der Rest nicht so. Deswegen dachte ich nicht, dass es irgendwie große Resonanz, öffentliche Resonanz kriegt, jetzt, dass es 6 Filmpreise gewonnen hat und hier ein bester Film und dies und das. War schon eine Überraschung für mich auch, weil ich dachte, vielleicht sehe nur ich das oder sehen das nur ein paar Leute, so, ne, die so ganz genau hingucken, und aber für den Mainstream wird das nichts. Dass es jetzt auf der breiten Bühne so gut abgeschnitten hat, ist eine schöne Überraschung. Macht mir viel Hoffnung. Ich kam vor 8-9 Jahren nach Berlin, da war ich Anfang 20 und da habe ich durchaus noch gern gefeiert. Manchmal vergisst man viel. An eine Nacht erinnere ich mich noch ganz besonders, das war als die Nacht der Museen losging. Ich glaube, es war so das erste oder zweite Mal. Das fanden wir eine super Idee und haben uns irgendwie nachts auch mehr oder weniger in Partylaune in die Museen rumgetrieben und habe ganz tolle Sachen erlebt. Zum Beispiel war ich in so einem Museum, wo Karpfen in so einem kleinen Teich schwammen und die konnte man streicheln. Also Fische, die man streicheln kann. Und da war ich so beeindruckt von, dass ich nach Hause gegangen bin und habe mein erstes Album Streichelfisch genannt. Ja, ich habe gerade einen Klavier in Auftrag gegeben, ein Klavier zu bauen an den wunderbaren Mann David Klavins. Er ist ein Klavierbauer und so ein Daniel Düsentrieb der Klaviertechnik, würde ich mal sagen. Und ja, ich glaube, ich kann davon profitieren. Also ich hoffe es, weil es auch ganz teuer ist. Wäre schön. Groß und teuer. Ja, das Klavier ist 4,50 Meter hoch und es ist quasi ein Upright-Klavier, also ein Wandklavier, wo man aber mit einer Leiter oben hinklettern muss. Das klingt jetzt so ein bisschen wie aus so einem so einer Traumfantasie. Hat aber den Vorteil, dass die Saiten sehr lang sind und lange Saiten klingen, kurz gesagt, schön. Und dieses Schöne, glaube ich, könnte ich schon von profitieren. Und in 2 Jahren hoffentlich können wir das einweihen mit einem kleinen Festival und Aufnahmen, und ich bete zu dem Herrn da oben, dass es ganz toll wird, weil alles andere wäre natürlich ein Drama. Ich habe ja auch den Tag des Klaviers gegründet. Das ist der 88. Tag im Jahr, jedes Jahr. Das ist dann entweder der 28. oder 29. März. Und deswegen gibt es auch eine Seite dafür, die heißt pianoday.org. Und der Tag des Klaviers, Piano Day, ist quasi das Projekt an diesem Klaviertag, war dieses Klavier zu bauen. Und wenn ihr Lust habt, euch das anzugucken, geht auf die Homepage. Und wenn ihr Lust habt, unterstützt das. Ja, erste Mal auf Ibiza. Ich bin sehr neugierig grundsätzlich. Ich finde es ganz toll, dass ich mit meinen paar alten Synthesizern und Geräten und Pianos überall auf der Welt gerne eingeladen werde, jetzt in jüngster Zeit. Und dann kam es dazu, dass über Sven Feth und Richie Horton und so, dass die mich eingeladen hatten, um in so einem neuen Club zu spielen, den sie da eröffnet hatten. Und ich war früher selber großer Trance-Hörer, also so mit 12, 13, 14. Und Ibiza ist natürlich Geschmackssache, würde ich mal sagen. Ne? Trance und meine Musik jetzt gerade scheinen ja irgendwo Gegensätze zu sein, weil Trance ist ja der Inbegriff für Geschmacklosigkeit und Cheesiness und so weiter und so fort. Und Goa natürlich auch. Wenn man sich das heute anhört, dann ist das eher so ein bisschen wie Schlümpfe-Techno oder so. Also es ist lustig. Aber irgendwas war halt am Boden dieser Musik, was ich ganz toll fand. Einfach dieses Repetitive, irgendwo dieses Minimale. Und ich glaube, ein paar Elemente davon habe ich heute in meiner Musik auch noch. Also wenn ich jetzt ein Konzert gebe, da kommen auch viele Leute an und sagen, wow, voll transig. Und dann denke ich mir so, ja, vielleicht
ist es gar nicht so weit weg. Aber vielleicht mache ich ja Trance mit dem Piano oder so. Oder ich mache Trance, aber mit ein bisschen schöneren Klängen. Aber vielleicht sagt man in 10, 15 Jahren ja auch, dass die total cheesy sind. Ich hoffe nicht. Also ich gebe mir ganz viel Mühe, vielleicht Trance zu machen, der ein bisschen geschmackvoller ist, als er mal war. Ich bin Nils Frahm, ich sitze hier auf dem Melt beim See und ihr guckt gleich mein Konzert auf Arte Concept.